Ein seltenes Schauspiel bot sich Schaulustigen am Montag in Flensburg. Zwei Schwimmkräne aus den Niederlanden setzten das erste von drei Modulen des Aufbaus auf die von der FSG gefertigte Fähre. Wir trafen FSG-Projektmanager Jens Heyer. Also heute haben wir den Moment, dass der erste von drei Hotelblöcken hier auf dem Rumpf installiert wird. Es ist so, dass wir das Schiff parallel vorfertigen. Wir bauen den Rumpf selber, der dann am Tag des Stapellaufs zu Wasser gelassen wird, und bauen parallel das Hotel. Und das ist wiederum geteilt in drei große Blöcke. Den einen sehen Sie hinter mir. Die Blöcke sind selber 50 Meter lang, 30 Meter breit in etwa und wiegen so zwischen 1500 und 2000 Tonnen. Und die beherbergen sowohl den Unterkunftsbereich für die Passagiere und die Crew, als auch die öffentlichen Bereiche mit Restaurants, Bars, Kinos und so weiter. Also dieses Element hinter mir wiegt über 1500 Tonnen. Sie sehen, dass wir zwei Schwimmkräne im Einsatz haben. Die müssen natürlich synchronisiert arbeiten. Da muss das Wetter mitspielen. Und dann muss dieser Block millimetergenau abgesetzt werden über der tragenden Schiffsstruktur, sodass die Stahlelemente des Schiffes selber als auch des Deckshauses so übereinander stehen, dass die Kräfte ins Schiff eingeleitet werden können. Morgen und übermorgen wird sich das Erscheinungsbild des Schiffes natürlich dramatisch verändern mit der Installation dieser Blöcke. Bis die einzelnen Systeme fertiggestellt sind, ist noch viel zu tun. Die Probefahrt ist nicht vor Mai 2018 vorgesehen.